Gut, Bagley. Was haben wir? Noch eine GPS-Position. Unser Herausforderer schickt dich wohl auf eine Schnitzeljagd. Was du nicht sagst. Sag mir, wie ich dorthin komme. Sag mir, wie ich dorthin komme. Das ist eine Textdatei. Irgendwo. Ja. Gut, Bagley. Was? Sehr geehrte Frau Janelle. Nun. Haben wir. Albions Operationsdaten. In diesem Fall eine Anzahl Leute, die sie in diesem Stadtteil ins Visier genommen haben. Wir informieren unsere Kontakte, damit sie in Sicherheit bringen. Oha. Guck mal, Nico, die schlafen bloß. Aber der sieht cool aus. Bei diesen Plates verstehe ich nicht. Muss man dann das Original abschrauben und das andere drauf? Oder ist das nur so ein Überzug? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Warte mal, die Koordinaten sind aber jetzt... Nee, sind nicht hier drin. Ja, schlimm, ne? Einfach schlafen auf Arbeit. Aber du hast noch gar nicht Geburtstag. Ich bin da. Berichtigung, du bist fast da. Die genauen Koordinaten weisen zu einer Stelle auf dem Dach. Leck mich am Arsch. Na los, hoch mit dir. Haben wir unseren Bauarbeiter? Nee, ne? Unser Bauarbeiter ist noch verletzt. Verdammt. Mit ihm hätten wir jetzt eine Drohne und könnten hochfliegen. Ach, ja. Du wechselst das Weiß an der PlayStation aus. Das ist nur gesteckt. Aha. Kann das Ding nicht weiter zoomen? Ist irgendwo ein Frachtdrohnenlandeplatz oder so? Sehe ich die auf der Map, wo Frachtdrohnen landen können? Das ist das Gute, erwachsen zu sein. Geschenke gibt es schon früher. Ich kaufe meine Geschenke immer selber. Susi hat zweimal Geburtstag, deshalb ist sie jetzt schon Oma Susi. Ich sehe die Frachtdrohnen-Landestartplätze nicht auf der Karte, wie es aussieht. Das ist ungünstig. Wie kommen wir denn jetzt da hoch? Chat. Ach, hier würde ich sagen. Zufällige Baustelle. Ich glaube, Irmgard geht's nicht gut. Da. Hey, ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass ihr es nicht schafft. Der Zerg, richtig? Ich habe eure Arbeit verfolgt und sie gefällt mir sehr. Sag mir einfach, was um Himmels Willen wir hier oben tun. Okay, ja, ich komme zur Sache. Viele Leute reden heutzutage eine Menge Zeug darüber, sich zu wehren. Ich muss sicher gehen, dass du es ernst meinst. Und? Und du bist das Gebäude hochgekraxelt wie ein Ass. Echt abgefahren. Ich bin sowas von dabei, wenn ihr mich noch wollt. Herrlich. Willkommen bei Dezek. Die Irmgard macht die alle klar.
So, und jetzt brauchen wir noch den Sunny. Wo war der jetzt? Hier. Dann kriegen wir vielleicht unseren Bauarbeiter schneller zurück. Wo muss ich hin? 170 Meter. Hier sieht man mal was. Technologieverschwendung! Letzte Woche meine ärztliche. Nicht easy, weil außenrum. Scheiß fehlerhafte Drohnen! Entschuldigung. Haben Sie sich gerade die Hose wieder hochgezogen? Ich hab's gesehen. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie komisch schlafen ist? Ich kann dir nicht mehr helfen. Und jedes Mal wundere ich mich darüber, wie seltsam. Kann nicht reden. Hab zu tun. Du liest Zeitung, kannst reden. Stwan. Ist er nicht reizend? Er ist auf jeden Fall zwielichtig. Seine Netzwerkaktivität zeigt, dass er sich in den National Health Service hacken wollte. Verflucht nochmal. Das Letzte, was der NHS braucht, ist ein Hacker, der ihn sabotiert. Oh nein, ein menschlicher Hacker, der ungeschickt in etwas rumfuscht, von dem er kaum eine Ahnung hat. Was sollen wir nur tun? Ach genau. Verbinde mich und ich kümmere mich darum. Jeder Krankenhausserver ist mir recht. Bin schon dabei. Ach, der geht einfach. Okay. Hier oben waren wir ja noch gar nicht, ne? Mal, die Krankenwagen hier in dem Spiel. Was ist das? Das hier. Balljonglage. Und noch der perfekte Balljongleur. Drücke die Tasten zur richtigen Zeit, um den Ball zu treffen. Jeder Treffer innerhalb des farbigen Bereichs des Rads gilt als perfekter Treffer und multipliziert alle weiteren Punkte. Schaffe mehr perfekte Treffer um Tricks. Was für Tasten muss ich drücken? Okay, nennen wir das einfach körperliches Koordinationstraining. Ich zähle für dich mit. Hä? Ist es dein Ernst? So war das nicht geplant. A und L? Wie? Moment mal, das ist jetzt aber... Nicht gut. Wir bitten Sie, öffentliche Plätze nach Einbruch der Dunkelheit zu meiden. In diesen Gebieten sind Kriminelle aktiv. Okay, so wird das gemacht. Ja klar, K auch noch. Ich hab's noch drauf. Nee. Das kriege ich nicht koordiniert. Wollen Sie mein Auto klauen? Ja, der 16.12. Da hat mein Onkel Geburtstag. Und das Samstag. Und wenn Gott will, dann fahre ich Zug. Vier Stunden. Warum müssen wir immer in Sperrgebiete? Hm. Ja, ein Stück vorwärts. Ja, Zug fahren. Du bist drin. Finde das Ziel. Du bist drin. Jeder einen Führerschein.
bin auf jeden Fall drin. Guckt gerade niemand. Gehört, wie sie mich genannt hat. Ja. Ey, Moment! Das ist ja voll unfair! Ich bin unter Beschuss! Ach du Scheiße! Der läuft gegen die Wand! Der ist keine Gefahr für uns. So, wir sind ja drin, ne? Ich mag, der ist sehr motiviert da hinten. Ich mag den. Der lässt sich nicht aufhalten. Okay, wir sind drin. Das entsperren wir einfach mal. Wenn wir es können. Oh, guck. Also... Wirklich. Ist krass. Weiß nicht, wo er hinrennt, ehrlich gesagt. Das Ziel sollte zu hacken sein. Sie? Guter Junge, lauf los! Guter Junge. Was tut hin? Wir machen es einfach mit Spidey. Hier ist auch so ein ekliger Stuhl. Transfer abgeschlossen. Gut, Bagley. Was haben wir? Oh, sieh mal einer an. Er hat die Schwachstellen gar nicht ausgenutzt. Er hat sie behoben. Ein Hacker mit Gerechtigkeitssinn. Sprich nur weiter. Er hat sich besonders auf die Organtransplantationsliste konzentriert. Wenn jemand diese Schwachstellen kennen würde, hätte er reichlich Kontrolle über die Warteliste. Interessant. Das sollten wir uns ansehen. Bagley, verabrede ein Treffen. Okay, wir gehen zu Istvan. Istvan. So. War hier irgendwas? Glaube nicht. Haben wir eigentlich gerade... Haben wir schon mittlerweile neue Technikpunkte? Und es fehlen uns noch 10. Oder nehmen wir hier Tarnung dazu? Ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll. Nee, wir machen das dann hier. Mehr Schaden aushalten. Ich glaube, das ist gut.
Verkehr. Verstecken ist zwecklos. Was soll das Ganze? Irmgard. Jetzt mal deine großen Töne. Weil der hier wird uns auch empfohlen zu rekrutieren. Warum eigentlich? Können wir mit ihm bessere Paste-Ups machen? Oh, ich habe langsam echt Hunger, Chat. Ein Stündchen machen wir aber noch. Ja, hier gibt's richtige Motorräder. So ein Ding fahren wir dann. Wenn wir es wiederfinden. Mann, ich solche Geräusche. Also, Detzek, schön, einen von euch leibhaftig zu treffen. Wir haben deine Arbeit beim NHS gesehen. Sehr beeindruckend. Tja, die Kellys konnte ich trotzdem nicht aufhalten. Sie haben hunderte Organe rausgeschmuggelt, bevor die Lücke geschlossen war. Das klingt besorgniserregend. Ich würde die Organe zurückholen, aber ich kann's nicht mit denen aufnehmen. Gut, wir sollten keine Zeit verlieren. Vielen Dank. Hilf mir und ich werd's dir nicht vergessen. Eine Hand wäscht die andere. Nice, wir haben den Sunny. Unser Hacker hat das Hauptquartier des Schmugglerrings schon gefunden. Ich schicke die Details an deine Optik. Ich sehe mich mal um. Ach, das ist noch gar nicht fertig. Wir müssen noch die Organe klauen. Dort hinten müssen wir jetzt aber fahren, Chat. Ich habe noch keine Schnellreise dort hinten freigeschalten. Da waren wir nämlich noch nicht. Moment, ich musste dort... Ah, ich kann auch hier lang. Ich bin zu schnell. Geradeaus ist immer gut. Was ist hier gerade über die Straße geblitzt? Habt ihr das auch gesehen? Die einfach nicht gucken können, die anderen Fahrer. Ich bin da. Gut, die gestohlenen Organe sollten in einem Krankenwagen vor Ort sein. Das da ist das Fahrzeug. Schlimm.
Ich habe das Fahrzeug. Und jetzt? Offensichtlich solltest du sie in ein Krankenhaus bringen. Außer du möchtest dich sehr gut mit einem hungrigen Hund anfreunden. Du wirst verfolgt. Versuch, sie abzuschütteln. Geschafft. Du bist entwischt. Puh, wow. Das war jetzt richtig schwer. Hier fliegen immer Menschen über die Straße. Nee, aber das ist richtig, Julia. Verwenden können wir die jetzt nicht mehr. Wie viele Krankenwagen hier rumfahren. Wir gliedern uns einfach in den Straßenverkehr ein und fallen nicht auf. Autos sind ja fast langsamer als die Fußgänger in London. Busse und so, die spawnen auch einfach immer plötzlich. Plötzlich da. Fahren wir eigentlich dahin, wo wir hin sollen? Ja. Ist ja eine lange Reise hier. Hallo Dystopia, schönen guten Abend. Ich hoffe, du bist gut in die Woche gestartet. Okay, jetzt haben wir es bald geschafft. Ups, hab Chat gelesen. Glückwunsch zu dem großen Sieg. Ich melde unsere Speziallieferung im Krankenhaus an und du sagst unserem Hackerfreund Bescheid. Erledigt. Perfekt. Reiche Arschlöcher verdienen keine Extrawurst. So sollten die Dinge nicht laufen. Badzeck kann immer gute Leute wie dich brauchen. Willst du mitmachen? Alles klar, Mann. Bin dabei. Oh, guck mal, unser Bauarbeiter ist direkt wieder aus dem Krankenhaus raus. Schöne Aussicht, oder? Mach's gut, Susi. Schön, dass du da warst. Ich frage mich, ob mir der junge Mann mehr über diesen Grime-Rap beibringt. Schönen Abend noch. Geht so, aber hab Mittwoch frei und somit bis nächsten Montag. Nice. Ich habe nur den ersten Vorabpreis für meinen Schreibtisch und bin dabei fast im Urlaub gefallen. Ja, so hochfahrbare Tische sind teuer. Nico, psst, nicht drauf aufmerksam machen. Nico, du musst doch mit der Omi Nachsicht haben. Dir auch schönen Abend noch, Susi. Tschüss. So, wir haben jetzt ihn. Damit ist unser Bauarbeiter wieder geheilt und aus dem Krankenhaus raus. Dieser Punkt hier oben, der stört mich.
Ja, das kostet Geld dann, ne? Gute Technik, gute Wertsachen, ne, kosten. Bin nicht unbedingt Technik, aber... Und wenn du da noch wirklich eine Spezialanfertigung möchtest, die voll auf dich zugeschnitten ist, dann wird's halt alles noch teurer. Ich halte so still, wie ich kann. Scan läuft. Ist sauber, weitergehen. Super, danke. Schicke Hose, der Herr. Das ist zu weit. Das lauft man nicht. Gehen wir das erste Mal wieder an unsere Base seit Beginn des Spiels. Alle 10 Jahre die Motoren austauschen? Ja, 10 Jahre ist lange. Also dann ich habe relativ von Inspektor Lau gehört. Wir sind bereit für das Briefing. Oh, hier unten können wir jetzt auch was trinken. Erstmal betrunken zum Briefing. Und wo genau ist das jetzt? Muss ich jetzt einfach mit den Leuten hier reden? Oder... Caitlin, wo ist... Das ist nicht Caitlin. Hallo? Also, sind wir jetzt einfach Dadzack? Durchlaufen wir noch ein Training oder so? Ich hätte gerne eine Broschüre. Hast du eine Broschüre bekommen? Dafür ist es zu spät. Das nennt man wohl eine Feuertaufe. Mann, ich hätte fast jemanden vom Surf rekrutiert. Und mit fast rekrutiert meine ich rumgeknutscht. Ich war schon kurz davor, Informationen rauszuknallen, wenn du verstehst. Ich habe gerade erst angefangen und fast schon verkackt. Ich weiß genau, was du meinst. Das Ganze ist einfach groß, verstehst du? Viel größer, als wir dachten. Reiß dich zusammen, Luke. Brauchen kein Spitzel. Das ist aber auch nicht Caitlin. Das ist auch nicht Caitlin. Wo ist Caitlin? Hä? Ich soll mit Caitlin reden, aber die ist nicht hier. Wie geht's dir? Echt, ich komme mir vor wie eine Amateurin. Es ist, als hätte ich keine Ahnung, was ich tue. Als wäre alles ein Spiel. Ich verstehe, dass du nervös bist, aber eigentlich musst du dich nur zusammenreißen. Okay, klar. Ich tue einfach mein Bestes, ja? Dann kann ich nicht reden, einfach so. Ja.